Herzlich willkommen zum Heiterfahrer gerade irgendwo in Thüringen. Wir werden das ein bisschen gucken, ob wir die Aussage fertig kriegen. Ansonsten schauen wir mal gleich, dass wir hier ein bisschen aufgeladen kriegen. Nebenbei, dass wir hier LKW warten können. Wir brauchen sowieso einen Überladerwagen für Sonnenblumen für morgen, Ingame morgen. Also den fahren wir auch gleich raus oder hin. Letzte Feld jetzt, wo wir noch aussehen müssen, auf 12, der Rest ist fertig. Morgen früh schauen. Oh. Und auch für schauen, ob wir da auf links noch Kaktus bringen müssen. Vielleicht auf 12 auch. Hätte ich eigentlich vormachen müssen eigentlich. Na gut, okay. Nichts ändern. Dann kalken wir erst und düngen gleich hinterher. Dass wir die 2 Stufen hinbekommen. 3. 3 Stufen. Dreschler haben wir mit 2 Fahrzeugen. Da haben wir ja den 2 für Sammlungengröße da. Ob wir noch einen vierten, 3 oder 4 kaufen, mal sehen. Glaube ich eher nicht. Muss ich mal schauen. So, da haben wir auch einen Drescher. Mit dem Rest Weizen. Ja, wenn die gleich mal die entsprechend vorne abhängen. Sonst haben wir ja hier. Ach, da sind die Bäume mit drinne. Oh je. Gar nicht gesehen. Ne, anfangs ist nicht so tragisch. Aber das wäre keine Absicht. Also sonst normalerweise. Umfahre ich das normalerweise, so weit wie es geht. Denn die Bäume, wenn die groß sind, da kommt es auch nicht vorbei. Ich glaube, die haben schon Kollision, die anderen Bäume. Ja, Sonnenblumen noch und dann haben wir es durch, ne? Dann heißt wieder warten auf Wachstum, dass wir entsprechend hier das nächste vorbereiten können. Aber wie gesagt, mit Gras, dann muss man schauen. Ist abhängig, wann es kommt. Also wann es noch, wann wir noch ernten können. Jetzt reden wir davon wegen der neuen Karte. Das heißt, wenn eine neue Karte vorher kommt, dann brauchen wir auch keine Maschinen kaufen dafür. Wäre ja Blödsinn, weil wenn eine neue Karte kommt und wir beginnen einen neuen Spielstand, dann sind die Felder wieder brach oder zumindest, ja, auf jeden Fall brach. Weil mit Season Beginn, also egal wer man ist, wird dann die Karte entsprechend gleich neutral sein, also im Prinzip keine Frucht drauf sein. Dann würden wir das uns sparen können. Und früher mit Gras zu beginnen, das Blödsinn, das dauert dann zu lange. Der nächste noch sagt, dann müssten wir nur noch Mais und Sonnenblumen machen. So, mal zumachen, muss schon mal drin sitzen, ne? So, den nächsten LKW nehmen gleich. Und haben wir noch einen freien Traktor? Wenn man nicht. Können wir einen LKW nehmen.
Aber Überlader wollte ich eigentlich zwei, also Abfahrer wollte ich zwei machen. Weil die Runde da ziemlich groß ist. Aber den wollen wir mal reparieren, weil er kaputt ist. Zwar kräftig. Letzten Tage habe ich schon. Wahnsinn. Also ich bin schon 13 Tage hier gerade. Wahnsinn. Also rund 13 Wochen kann man sagen. Mal überlegen. 13 Tage. Ein Tag pro Woche. Ja, so lange her. Kommt mal zusammen und Zeit. Ach, hier eines, die Kante, das sind blöd. Ja, da haben wir jetzt den Überführungskurs. Nehmen wir gleich ein. Laden wir gleich. Und dann schauen wir nachher. Drescher nehmen gleich zwei. Jetzt einen, dann noch einen, ne? Und dann auch schon mal bereitstellen. Nehmen wir mal Spritten. Fläche. Hey. Der vom Watt Erdemäßig. Sprachland. Unkraut. Sprachland. Preis pro Hektar. Das ist aber jetzt eine Frucht, das ist ein bisschen komisch. War ja keine Frucht, aber das kann man keinen Preis sagen, ne? Hier war gedüngt 93%, das passt. Hektar um 15 ungefähr. Das muss vertauscht sein. So, wo nehmen wir am besten? Fangen wir vorne an. Aber wie gesagt, ohne diesen Schneidwerk. Das brauchen wir nicht. Der hat aktuell eine Reparaturklasse von 9%. Reparieren wir mal ganz kurz vorher. Das kann man machen. Machen wir zu da. Reparieren und dann geht los. Tanken wir auch noch. Sehe ich gerade. Das muss sein. Oh. 4 Tage. Alt. Schon so lange her. Oh, aber tanken. Ja. Mach mal wie. Ja. Kopf leer ist, ne? Wenn man dann überlegt, was man machen wollte und was hat. So. Voll. Nee, jetzt ist voll. Machen wir mal rein. Ne? So viel Geld. Eigentlich habe ich nur einen Pickup wie einen kleinen Tank. Na ja, gut, wir verdienen ja so einen Hund nicht so wie jetzt hier in dem Spiel, ne? Das wäre der Hammer. Ich denke mal, die Preise sind nicht so gut. Muss man sich eigentlich mal überlegen. Man ganz, ganz schwer zu spielen, ne? Aber ja, gut, bin. Ich möchte aber keine neue Karte anfangen oder neue. Aber wiederum ist das so, wir haben noch viel vor uns. Ne? Ein paar Felder kann man noch kaufen. Wir haben noch keine Tiere. Nein, wir werden nicht von vorne anfangen. Auch schwer, ne? Nein, nein.
ist ja mit Season nicht leichter geworden, also muss man dazu sagen. Also man muss viel mehr vorausschauen planen. Und die Abstände zwischen Verkaufen der Waren ist größer geworden. Weil genau genommen ist ja so. Oh, da hat er einen Flieger gemacht. Ja, die Farbe Rot passt nicht, aber das krieg ich nicht anders gekauft. Wer ist fertig? Gut, dann können wir gleich die Reste machen, die Abfälle oder die, was nicht gemacht wurde. Der zweite war noch ein bisschen arbeiten. Passt eh. So. Hier hatten wir schon mal mit Gras die Ecke. Da wo jetzt grün ist. Das macht nichts, machen wir neu. So. Das kriegen wir nicht weg, wenn wir flügen. Ist aber auch Gras, von daher ist das nicht tragisch. So, die Ecke noch hier. Ich würde mir voll eine neue Karte kommen, aber trotzdem würde ich noch gerne mähen. Ja, das. Aber dann eine neue Karte, da ist neue Karte da, ne? Neu gemacht. Dann müssen wir halt auf Gras verzichten. Aber vielleicht kommt dann die Ernte noch in diesem Jahr. Ersten Herbsttag oder letzten Herbsttag. Ah, glaube ich eher nicht. Nicht daran, dass du schnell wächst. Besser auch geht im Winter mähen, ne? Also, obwohl das eigentlich nicht logisch wäre. Aber das ist schon logisch, ne? Und darf ein Streifen nicht gemacht worden. Das geht ja gar nicht. Muss aber an einem Feld liegen, oder? Wir müssen es ein bisschen kleiner nehmen. Ich befürchte eigentlich, dass wir hier noch kalten müssen. Da werden wir gleich gucken. So. So, Gras ist heute drin. Gepflanzt. Wenn das kommen würde, naja gut, jetzt Gras normalerweise passiert nichts. Wachstum ist dann naja, noch nicht mal. Also nur auf Zeug muss hier nicht gekalkt werden, das ist gut. Mal ein bisschen gute Nachricht. Es muss nicht gekalkt werden. So, wenn wir den Streifen auch noch mitmachen gleich. Oder kommt er noch zurück? Könnte sein. Der kommt noch zurück. Denn auch den, da ist er verrutscht. Und mit dem kann ich leben. Mit dem auch. Ja, da sind zwei Striche, also zwei Kurse.
dann noch tatsächlich eins zurück. Oh, passt schon. So. Das heißt, vorbereiten jetzt für die nächste Aussaat. Also machen wir mal die Reparatur. Aber jetzt bereiten wir die Ernte vor. Immer einer am anderen. Aber wir werden mal Richtung Reparatur fahren. Das können wir machen. So. Nehmen wir den roten Ritter, ne? Ups. Dann wenn wir von vorne gehen. Ja, mal nach hinten angehen. Tja, Apparatur war gut. Na gut. Mal kommen wir irgendwie näher, dass das Punkt, das wir reparieren können. Weil wir so schlau waren, den Traktor zu stellen. Können wir gleich alle drei reparieren. Ja, da wird Platz schaffen, wird nichts. Bisschen Blatt schaffen. Dann können wir auch gleich hinfahren und voll machen. Ja, was wir hier machen können, ist hier näher später unseren eigenen Saatgut herstellen. Können wir auf jeden Fall machen. Und Diesel. Das können wir auch tun. So, wo haben wir jetzt unsere? Also da oben. Drescher holen, Drescher. Gepflanzt. Fläche rund 15 Hektar Getreide. Letzte Frucht, jetzt kommt Gras. Von daher haben wir auch ganz gute Aussichten. Also Gras können wir auch noch ernten. Tja, bis ersten Monat im Winter. Also Frühwinter. Kabelröhre auch komplett durch. Was mir wundert ist hier, dass man auch Gerste, Hafer, eine Gerste, Hafer und Weizen auch im Winter neu ernten könnte. Genau wie Raps oder wie Kartoffeln. Ich meine, gut, wenn es Italien ist, ne? Wo kein Frostkorb hab, also zu der Rüben mögen keinen Frost. Kartoffeln, naja, wenn der in der Erde kein Frost ankommt, geht's. Aber ansonsten wird's schlecht. So, liebe Zuschauer, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Dann sagt mal Tschüss und Winke, Winke. Ciao, ciao. Vielleicht sehen wir uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.